Ich glaube, so spannend wie dieses Jahr war es einfach noch nie. Die Lidl-Preise haben sich jetzt tatsächlich nochmal geändert, beziehungsweise wurden auch die offenen Preise endlich bekannt gegeben. Ihr seht ihr das Prospekt gerade schon. Was sagt ihr zu den finalen Preisen und dem Angebot? Stoppt gerne mal das Video und hinterlasst dann direkt einen Kommentar. Allerdings endet das Video jetzt natürlich noch nicht an dieser Stelle, denn ich konnte als einziger bereits die aktuellen Chargen sehr, sehr beliebter Artikel testen. Aber natürlich auch von den Neuheiten, wie hier zum Beispiel die Infinity Fire. Meine jeweils Top 3 Artikel, also für die Neuheiten und für die aktuellen Chargen, seht ihr jetzt direkt im Anschluss. Eine Info, ob es die Artikel dann nur regional oder deutschlandweit geben wird, findet ihr unten in der Videobeschreibung. Gönnt euch das Video in Ruhe und in voller Länge, dann könnt ihr auf jeden Fall abschätzen, was ihr euch zu Silvester kaufen solltet. Aber ich würde sagen, let's go! Ich starte direkt mit meiner Top-Neuheit für dieses Jahr und zwar der Superfly. Einige von euch werden es wahrscheinlich nicht verstehen, wenn sie jetzt gleich die Effekte im Hintergrund sehen, weil viele fassen diese Batterie irgendwie als Ersatz für die Firefly aus den letzten Jahren auf. Meiner Meinung nach haben aber diese Artikel bis auf den ziemlich ähnlichen Namen und den Fischeffekt einfach rein gar nichts miteinander zu tun. Unter allen Neuheiten und allen aktuellen Chargen, die ich jetzt getestet habe, ist diese Batterie wirklich mit deutlichen Abstand am massivsten herausgestochen. Es wird sie deutschlandweit geben und sie ist das Geld auf jeden Fall wert und ich gebe euch Brief und Siegel drauf. Ihr werdet euch nach Silvester an viele Batterien mit Riesenzerleger einfach nicht mehr erinnern, aber diese Batterie wird euch im Kopf bleiben. Denkt an meine Worte und weiter geht's mit der nächsten Top-Neuheit. Die Double Crusher von Nico stellen meiner Meinung nach eine Top-Ergänzung des Feuerwerkssortiments im Lidl dar. Preis-Leistung stimmt hier wirklich zu 100%. Bei mir werden die nicht nur einmal im Warenkorb landen, sofern es sie bei mir geben wird, weil leider gibt es sie dieses Jahr erstmal nur regional. Leider gilt das auch für meine letzte Top-Neuheit, die ich euch jetzt zeigen möchte, und zwar der Bloody Brilliant. Den Pyros unter euch muss ich es wahrscheinlich nicht erklären, aber hierbei handelt es sich wirklich um eine absolute Top-Batterie von Weco. In der nun auch erschienenen Variante bei Lidl wirklich absolut zu empfehlen. Meiner Meinung nach gibt es hier kaum eine andere Batterie mit einem besseren Preis-Leistungs-Verhältnis. Die Zerleger sind für das kleine Kaliber und für die kleine Größe der Batterie wirklich unfassbar heftig. Deswegen kann ich euch die Bloody Brilliant auch wärmstens empfehlen. Holt sie euch, sie wird euer Silvester zu etwas Besonderem machen. Doch viele wird von euch mit Sicherheit auch interessieren, was eben die aktuellen Chargen können. Wie hier eben zum Beispiel die Alligator mit einer neuen Bauform. Und hier lüfte ich auch gleich das Geheimnis. Hier ist tatsächlich ein Röhrchen leider leer. Aber was heißt leider? Vielleicht hat es dem ganzen Effekt auch keinen Abbruch getan. Deswegen hier jetzt meine Top 3 Empfehlungen der aktuellen Chargen. Starten möchte ich mit der Daredevil von Weco. Diese Batterie hat ja in den Chargen zuvor schon immer zu überzeugen gewusst, aber die Charge dieses Jahr rasiert wirklich einfach alles, ohne Übertreibung. Ich war wirklich dagestanden mit offenstehendem Mund und konnte mein Glück eigentlich kaum fassen. Und ich bin mir eigentlich zu 100% sicher, wenn ihr euch die Daredevil zu dem sehr, sehr fairen Kurs von diesem Jahr gönnt, werdet auch ihr sehr überzeugt an Silvester sein. Und nicht nur ihr, auch alle Nachbarn und alle Freunde werden auf jeden Fall gucken. Seid also schnell am 28.12. und markiert mich dann gerne auch in euren Insta-Stories oder auch auf euren Postings, wenn ihr sie bekommen habt. Aber jetzt geht's erstmal weiter mit dem nächsten Klassiker in einer sehr, sehr guten Charge und zwar der Black Ice. Ich weiß gar nicht, wie viele Jahre diese Cake mittlerweile schon im Angebot ist. Sie gehört aber nicht nur bei mir eigentlich immer mit in den Warenkorb. Ich bin hier von einer eigentlich sehr hohen Preiserhöhung ausgegangen. Wir wurden aber jetzt zum Glück eines Besseren belehrt. Das Preis-Leistungs-Verhältnis bei dieser großen Fächerbatterie ist weiterhin zu 100% gegeben. Ihr macht hier absolut nichts falsch und auch hier werden alle erstaunt sein, wie cool und wie stark diese Batterie schlussendlich performt. Aber genug der Lobeshymnen für die Black Ice. Weiter geht's jetzt noch mit meiner letzten Top-Empfehlung und zwar der Alligator.
Alle, die bereits schon länger meine Videos verfolgen, wissen, ich war nie der Riesenverfechter von der Alligator-Batterie, weil ich nicht der allergrößte Crackling-Fan bin. Allerdings konnte sie mich dieses Jahr tatsächlich überzeugen. Ich fand den Zerleger richtig gut und auch die Effekte, wie sie schlussendlich am Himmel waren. Und Preis-Leistung ist halt nach wie vor nahezu unschlagbar. Deswegen kann ich hier auch sehr, sehr getrost eine absolute Top-Empfehlung aussprechen für die Alligator, auch in der neuen Bauform. Vergleiche zu älteren Chargen werden auf jeden Fall noch folgen, aber auch noch ein paar weitere sehr interessante Videos. Deswegen vergesst an dieser Stelle nicht zu folgen und aktiviert auf jeden Fall auch die Glocke. Die langjährigen Abonnenten werden das auch schon kennen. Die Testvideos generell folgen auch bei Pyro Extreme Germany jeweils immer in voller Länge. Dazu findet ihr auch unten den Link in der Videobeschreibung. Wenn euch das alles noch nicht genug ist, schaut auch super, super gerne auch noch in Social Media unten vorbei. Auch unten alles verlinkt, da power ich auch ordentlich mit Content. In diesem Sinne kann ich euch jetzt nur noch eine sehr, sehr geile Vorfreudezeit wünschen. Im Dezember genießt die Zeit auf jeden Fall, auch die Weihnachtszeit, so alles, was eben mit dazugehört. Und in diesem Sinne, bis zu den nächsten Videos, Pyros, und bis bald. Na, wer ist noch am Start? Bonusmaterial für alle, die das Video bis hierhin geguckt haben. Und zwar zeige ich euch jetzt noch die Highspeed Rockets in der ökologischen neuen Bauart. Ich hole sie jetzt gleich raus. Das Schachteldesign ist meiner Meinung nach auf jeden Fall schon mal gelungen. Es fühlt sich auch sehr hochwertig an. Und wenn wir uns hier die NEM mal anschauen, dann beträgt diese 155 Gramm eben verteilt dann auf alle Raketen. Dann schauen wir uns die 100% plastikfreien Raketen einfach mal an. Und ja, 100% plastikfrei steht tatsächlich auf der Verpackung drauf, also mögen wir Weco und Lidl hier natürlich auch vertrauen. Ich glaube, die einschneidendste Veränderung sind auf jeden Fall hier oben die Raketenspitzen, die jetzt hier so zusammengewürgt wurden. Also hier komplett Pappe, aber auch die Zündschnurabdeckungen hier unten sind ebenfalls komplett aus Pappe. Eine dicke Bombette scheint auf jeden Fall weiterhin drin zu sein, man hört sie auf jeden Fall. Aber jetzt ziehen wir hier die Kappe mal ab. Und zugegeben, ich war ehrlich gesagt ein bisschen skeptisch, ob die 100% plastikfrei sind. Scheint aber tatsächlich der Fall zu sein, weil sonst würde man hier drinnen jetzt immer noch einen Plastiktreiber sehen oder einen Kunststofftreiber. Aber es scheint hier wirklich tatsächlich alles aus Pappe zu sein. Sehr, sehr geil. Natürlich müssen sie am Ende auch vom Effekt her überzeugen, deswegen schaut super gerne bei Pyro Extreme Germany vorbei. Hier folgt dann definitiv ein Test, aber wie vorhin angesprochen, auf jeden Fall dann auch noch Vergleiche zu alten Chargen, hauptsächlich hier dann auf dem Kanal. Es dürfen sich jetzt alle gedrückt fühlen, die das Video bis hierhin angeschaut haben. Und in diesem Sinne jetzt wirklich bis zu den nächsten Videos, Pyros, und bis bald.